Hallo, mein Name ist Jürgen Fegger für WIM, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Ja, das ist der Ort, wo Obdachlose sich hinbegeben können, um wohlgemerkt eine Nacht, also nur jeweils eine Nacht, zu nächtigen im Winter. Und ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, wie viele von diesen Obdachlosen, die hier Zuschlupf suchen, Unterschlupf suchen, sind wohl länger hier Lebende und wie viel davon sind noch nicht so lange hier Lebende. Das sollte uns mal zu denken geben, erstmal, dass wir hier diese Übernachtungsmöglichkeit zwar haben, aber wir können davon ausgehen, dass für manche gesorgt ist und für andere eben nicht so gut gesorgt ist. So, und ich habe jetzt gerade mit jemandem gesprochen, der hier nächtigt. Also man kann hier rein von 22 Uhr bis 7, da kann man wohl noch drinnen sitzen bleiben, kriegt einen Kaffee. Aber das war's dann auch, da muss man dann wieder weiter. Also der, mit dem ich gesprochen habe, der hat so ungefähr, das hat er gesagt, 600 Euro Rente, aber hat er eben keine Wohnung, ja. Und er sei noch gut dran, denn er sei krankenversichert. Na, andere, denen geht's nicht so gut, die seien nicht krankenversichert. Ja? Also, was sagt uns das? Irgendwie die Prioritäten, die hier gesetzt werden, da stimmt irgendwas nicht, habe ich den Eindruck, ja. Und ja, wohnungstechnisch, ja, er kriegt halt keinen Zuschuss mit seiner Rente von 600 Euro. Dann kriegst du auch keine, kriegst du erst vielleicht, also das ist hier in Frankfurt schwierig, ja. Also, gut. Erstmal so weit und eben heute mal ein Beitrag zum Nachdenken. Danke.